Ausgleichsbetrag zur Rentenminderung berechnen, so geht es. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Hier am ganz kleinen Beispiel, unsere Susi Sorglos, die ist am 15.09.1958 geboren und sie möchte am 1.10.2021 mit 63 Jahren in eine vorgezogene Altersrente gehen und zwar mit 10,8% Abschlag. Sie war ganz fleißig, unsere Susi, und die hat bis jetzt 55,892 Entgeltpunkte. Und diese Entgeltpunkte, die multipliziere ich mit 10,8% und dann würde unsere Susi eine Rente bekommen, deren Rentenwert sich aus 49,8557 Entgeltpunkte berechnet. Das ist sozusagen der Sachverhalt. Und die Susi, die möchte nun von mir wissen, erzählen Sie mir doch bitte mal, Herr Knöppel, wie funktioniert denn jetzt hier die Berechnung des Ausgleichsbetrages? Denn ich möchte ja mit 63 ohne Abschläge in Rente gehen. Und das funktioniert in drei Schritten. Erster Schritt, berechnen wir jetzt als allererstes mal den verminderten Zugangsfaktor oder Abschlagsfaktor. Sie wissen, wir haben 10,8%. Wenn unsere Susi in eine normale Regelaltersrente gehen würde, wäre der Zugangsfaktor 1,0. 1,0, das heißt also, ihre Rente hätte de facto keinen Abschlag. Da wir aber wissen, dass sie 10,8% Abschlag hat, ziehen wir hier 10,8% einfach ab und kommen dann auf 1,0 minus 0,108 ist gleich 0,892. Das ist der verminderte Zugangsfaktor, Abschlagsfaktor, den wir als erstes für unseren Ausgleichsbetrag brauchen. Dann müssen wir mal ausrechnen, wie hoch der eigentliche Minderungsbetrag an Entgeltpunkten ist, den unsere Susi tatsächlich hier in Kauf nehmen muss. Wir wissen, wir haben 55,8921 Entgeltpunkte. Davon ziehen wir 49,857 EP ab, ist gleich 6,0364 Entgeltpunkte. Das heißt also, unsere Susi erleidet de facto, rechnerisch gesehen, einen Verlust von 6,0364 Entgeltpunkten, wenn sie am 1.10. in Rente gehen will. Und diesen Betrag gilt es ja de facto auszugleichen. Und jetzt kommen wir als dritten Schritt dazu, den Ausgleichsbetrag mal zu berechnen. Und da gibt es eine Formel. Und diese Formel lautet wie folgt. Geminderte Entgeltpunkte, die werden multipliziert mit einem Umwertungsfaktor. Und geteilt durch den geminderten Zugangsfaktor. Der Umwertungsfaktor ist nichts anderes als der Wert oder der Beitragswert, den ich aufbringen muss, damit ich einen Entgeltpunkt in Deutschland bekomme. Und da gibt es Tabellen, da kann man nachlesen. Der beträgt derzeit in Deutschland 7.542,47 Euro. Jetzt habe ich schon einen Teil der Formel ausgefüllt. Jetzt nehme ich die geminderten Entgeltpunkte, 6,0364 EP mal die 7.542,47 Euro geteilt durch 0,892. Und jetzt kommen wir zum Ergebnis der ganzen Berechnung. Unsere Susi muss sage und schreibe 50.588,12 Euro bezahlen als Ausgleichsbetrag, damit sie am 1.10. nicht mit 10,8% Abschlag in Rente geht, sondern
ohne Abschlag in Rente gehen kann. Das heißt also, dieser Geldbetrag gleicht den Verlust von 6,0364 Entgeltpunkte aus. Diese 6,0364 Entgeltpunkte bedeuten einen monatlichen Rentenverlust von über 200 Euro brutto Monatsrente. Und jetzt nochmal zusammengefasst, wie berechne ich den Ausgleichsfaktor? Und da geht es eigentlich los mit dem Abschlagsfaktor oder Zugangsfaktor berechnen. Der beträgt ja in unserem Beispiel 0,892. Dann müssen wir natürlich den Minderungsbetrag der Entgeltpunkte berechnen. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt also, in unserem Beispiel hatten wir ja hier 6,0364 Entgeltpunkte. Noch eine kleine Information noch. Immer 4 Stellen hinterm Komma müssen berechnet werden bei den Entgeltpunkten. Das ist ganz wichtig. Und jetzt finden Sie alle diese Details hier in der Formel für den Ausgleichsbetrag, nämlich die 6,0364 Entgeltpunkte, sehen Sie ja hier. Ja. Dann den Zugangsfaktor hier und den Umwertungsfaktor 7542,47 Euro, den finden Sie in Tabellen bei der Deutschen Rentenversicherung, da können Sie das nachlesen. Und das ergibt dann den Ausgleichsbetrag. Und noch ein Tipp von mir, diese Berechnung hier gilt nur für den Bereich West. Für den Bereich Ost haben wir eine andere Berechnung, denn da haben wir einen niedrigeren Umwertungsfaktor. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.